Hallo ihr Lieben und willkommen beim neuen Video von mir. Heute geht es in den Garten. Nach der einen Woche Urlaub haben wir noch eine Woche frei, sodass mein Mann bzw. ich uns immer um die Kleine kümmern können und so die Zeit da ist, im Garten auch mal was zu schaffen. Heute am Montag geht es los mit dem Steinbeet hier. Ich will einige Pflanzen umsetzen und neue Pflanzen einsetzen, weil mir der aktuelle Stand des Gartens jetzt so nicht gefällt. Deswegen wird hier so einiges umgepflanzt und da möchte ich euch gerne mitnehmen und das euch zeigen. Wie ich euch schon im Gartenrundgang im Winter gezeigt habe, habe ich hier dieses schöne weiße Kraut. Das hat jetzt auch schon geblüht und ist jetzt abgeblüht. Und das hängt hier wunderschön über diese nicht so ganz so schönen Pflanzsteine. Und das habe ich mir eigentlich von allen Pflanzen erhofft, die ich hier an den Rand gepflanzt habe. So. Zum Beispiel dieses hier. Das geht jetzt auch schon recht gut runter, aber mir gefällt das nicht. Jetzt, wo es blüht, ist es auch sehr hoch. Ich zeig's mal im Vergleich. Ja. Ich glaube, es ist eine Art von Fetthenne. Und das Weiße, weiß ich nicht. Jedenfalls ist das Weiße viel schöner und viel kompakter. Das gefällt mir. Und diese Pflanze möchte ich jetzt in zweite Reihe pflanzen. Ich werde sie also hier rausholen und hier auf den Hang sozusagen setzen. Die Blüten, die werde ich abschneiden, damit die Pflanze Kraft hat zu wurzeln und nicht so viel Energie für die Blüten verschwendet. Was schade ist, aber nächstes Jahr kommt sie ganz bestimmt wieder. Hier habe ich auch eine. Ich weiß nicht, was das für eine ist. Die wird dann noch so, ich glaube, lila blühen, aber später. Die sieht irre toll aus. Jetzt auch wird sie, kriegt sie auch eine ordentliche Höhe. Und das gefällt mir sehr in der zweiten Reihe. Die wird auf jeden Fall bleiben. Hier drüben habe ich Salbei. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er wiedergekommen ist. Ach, Unkraut. Das war weg. Wir haben hier noch Steine reingetan, also das sind sozusagen übrig gebliebene Kieselsteine von diesem, wie sagt man, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, jedenfalls ist es dafür da, dass das Regenwasser von der Hauswand leichter versickert und auch keine Dreckspritzer an die Fassade verursacht. Davon haben wir viel zu viele Kieselsteine bestellt und sie dann für diesen Garten genutzt, damit das Unkraut leichter im Schach gehalten werden kann. Funktioniert auch eigentlich ganz gut. So, hier haben wir noch ein paar. Ja, ich habe vieles ausprobiert, was ich so im Baumarkt gefunden habe. Und dann habe ich es mal eingepflanzt. Einiges sieht gut aus, anderes nicht. Also hier diesen vorderen Teil, den werde ich wahrscheinlich auch komplett neu gestalten und werde wahrscheinlich die Ecke noch mit einbeziehen. Ich konzentriere mich heute auf diesen Mittelteil und werde überall in erster Reihe dieses weiße Kraut setzen. Dieses Kraut habe ich eimerweise von meiner lieben Oma aus dem Garten geholt. Es wuchert nämlich kräftig und bei ihr musste es sowieso mal entfernt werden. Ich habe hier viele Randsteine, hier Pflanzsteine am Rand, wo die Bepflanzung, die ich letztes Jahr eingesetzt habe, gar nicht gekommen ist oder nicht wiedergekommen ist. Zum Beispiel hatte ich Glücksklee-Blätter, vierblättrige Kleeblätter hier. Glücksklee, genau. Das ist leider nicht gekommen. Es hat letztes Jahr übelst schön gewuchert und geblüht und heute ist nichts davon zu sehen. Naja, also muss ich erstmal diese Steine entfernen und dann habe ich hier diese Löcher. Hier wird auch sozusagen die überflüssige Erde gesammelt und dann setze ich hier das Kraut rein. Es sieht jetzt zwar sehr traurig aus, aber das erholt sich ziemlich gut und wuchert dann fleißig weiter. Wichtig ist natürlich, dass wenn man jetzt hier von dem Ballen was ausreißt, ich von der Seite, dass man natürlich hier ordentlich Wurzelwerk, das andere Wurzel, das
ordentlich Wurzelwerk mitnimmt. Aber man könnte auch die Pflanze sozusagen nur das Weiß in einer ordentlichen Menge einbuddeln. Das würde auch Wurzeln schlagen und weiter wachsen. Das ist ziemlich robustes Kraut. Aber es sieht auch wahnsinnig schön aus, wenn es blüht. Und selbst im Winter, weil es immer grün ist. Oder immer weiß. Denn grün ist das ja nicht. Ich finde es schön. Und das soll jetzt die ganze Reihe so aussehen. Hier habe ich schon was anderes aus dem Steinbeet geholt. Das soll auch umgepflanzt werden. Genau, und die Fetthenne mit den gelben Blüten, die ich vorne gezeigt habe, habe ich hier auch schon büschelweise in die zweite Reihe gepflanzt. So, jetzt gehen wir mal in die grelle Sonne. Wow, ich hoffe, ihr seht was. Ja, hier ist eine zweite Pflanze, die ich in erste Reihe gepflanzt habe, weil ich gehofft habe, dass sie hier schön über den Stein wuchert. Mal sehen. Naja, das sieht nicht gut aus in erster Reihe. Deswegen kommt diese Pflanze auch raus und ich setze sie, also hier habe ich die Fetthennen gesetzt bis hier und hier auf diese Seite kommen dann dieses weiße Kraut, was jetzt auch bald blüht und jetzt mit den Blüten riesig ist. Genau, wo waren wir? Hier. Und dann hier hinten kommt dann die Fetthenne, die hier noch übrig ist. So, genau, kann man das. Boah, das blendet mich total. Das ist ein richtig wucherndes Ding. Und verbirgt eigentlich die große Pflanze hier in zweiter Reihe. Die wird dann hier bleiben. Das ist eben die, die so schön lila blüht. Aber eben später. Die habe ich vorne auch. Das ist so eine kleine. Ja, so eine kleine Wiederholung, wenn das einmal, upsala, hier ist und dann hier hinten ist das nochmal da, vor dem lila blühenden Salbei. Ah ja, hier habe ich Pfennigkraut. Das ist auch eine schöne Bodendeckerpflanze. Die wird überhaupt nicht hoch, die geht überhaupt gar nicht in die Höhe, sondern einfach nur in die Länge. Und wenn sie dann Erde trifft, wurzelt sie und bildet einen wunderschönen Teppich. Den habe ich hier einmal in grün mit gelben Blüten und hier habe ich ihn in gelb mit gelben Blüten. Also die Pflanze reagiert vor allem auf Sonnenlicht. Das heißt, wenn sie jetzt hier sehr beschattet ist, dann ist sie grün. Hier ist sie gut, hier ist sie grün und wenn sie richtig in der Sonne steht, dann ist sie gelb. Das ist echt wirklich. Wir haben am Montag angefangen, jetzt ist es Freitag. Die Pflanzen haben sich also eine Weile erholt und es hat auch noch tüchtig geregnet. Hier vorne habe ich jetzt nichts geändert. Die Sträucher waren schon und ihr seht auch auf der ersten Reihe sind noch keine von diesen Immerweiß. Zum einen sind die mir ausgegangen, zum anderen hatte ich keine Zeit mehr. Aber das wird ja auch noch ein bisschen verändert. Ich bin also bis zu dieser Stelle gekommen und hier die ganze Steinreihe sind jetzt hier in den Steinen diese Pflanzen drin. Das wird noch eine Weile dauern, bis sie sich richtig erholt haben und dann nochmal neu rauskommen. Ich denke, erst nächstes Jahr werden die dann so gut aussehen. Diese Pflanzen sind hier so geblieben. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißen. Vielleicht finde ich das noch heraus. Das ist ein... Das auch... Na, wie heißt das? Eine Fetthenne. Also das ist eigentlich dieselbe Gattung. Nur eine andere Sorte, die sind eben dick und recht groß und die sind sehr zierlich und sehr fein, aber am Ende sind sie da von der gleichen Gattung. Die habe ich jetzt auch drin gelassen, die waren schon, die habe ich umgesetzt, die habe ich auch umgesetzt, ich weiß nicht, wie die heißen, aber die werden, wenn sie blühen, auch sehr hoch. Die Blüten habe ich jetzt abgeschnitten, damit sich die Pflanze schneller erholt.
so. Und ich habe hier dieses Pfennigkraut genommen. Das habe ich jetzt bis zu dem Nachbarsrasen gemacht, weil ich nicht sicher war, wie es wächst. Wenn es nämlich zum Nachbar wächst, hat er es einfacher, es einfach mit dem Rasenmäher abzumähen und dann kommt es nicht durch. Hier auf seiner Seite, wo er die Hecke gepflanzt hat, hat er noch gemulcht. Und wenn dann die Pflanze, die Pfennigkraut, hier zu ihm rüber wuchert, das ist dann schwieriger, das in Ordnung zu bringen. Aber sie wächst fast überwiegend nur nach unten. Also hier habe ich einen kleinen Ausläufer. So, aber die kriegt man schnell wieder sozusagen gefangen. Und dann das Unkraut. So, und dann ist es eigentlich halb so wild. Deswegen werde ich dieses schön wuchernde Kraut, was dann gelb blüht, auch später noch hier einpflanzen. Das wird nicht so stark zu seiner Hecke rüberwachsen. Das kriegt man im Griff. Und hier geht es wieder los mit der Fetthenne. Zwischen dem Pfennigkraut und hier immer hier vorne diese weiß blühende Pflanze. Sie ist immer grün, also auch im Winter bleibt sie so. Genau. Hier habe ich hier wieder dieses dickblättrige. Muss ich noch gucken, wie das heißt. Und immer diese weiße Reihe. Bis vor. Hier, weiß ich nicht, was. Ich glaube, das ist auch eine Art von Fetthenne. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, da habe ich hier viele Ameisen. Ah, die habe ich mich ganz schön aufgebracht. Unter den Steinen habe ich immer wieder Ameisenneste gefunden. Ähnlich. Will ich die gar nicht behalten, die schleppen mir ja nur die Blattläuse auf die Bäume und Beeren. Und hier habe ich was Neues eingepflanzt, das habe ich gekauft, das habe ich erst gestern eingepflanzt. Das ist Felsennelke. Felsennelken, genau. Die habe ich online gekauft, hier ist ein kleines Mickey-Register dabei gewesen. Ich hoffe, der kommt auch gut durch und geht nicht ein. Und hier noch der vierte. Die werden ungefähr 15 bis 25 cm hoch und blühen weiß. Naja, mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Also ich werde euch auf jeden Fall für nächstes Jahr auch das Blumenbeet nochmal zeigen. mein Steinbeet. Und hoffe, dass dann dieses schöne weiße Kraut dann die ganzen Steine bedeckt und man sie nicht mehr sieht. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr das auch sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und ihr werdet hier noch einige Gartenveränderungen sehen. Ich freue mich auf euch. Ciao!